Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Heidi. Und ich hatte versprochen, diese Karte noch zu basteln. Ich hole euch gerade mal größer. Die sieht so aus. Und von innen könnt ihr was Schönes reinschreiben. Und dann habe ich an diese Seite noch so einen Osterspruch gemacht. Die Karte, die ist gar nicht schwer. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die stellen wir jetzt mal hier rüber. Wir brauchen unser Schneide- und Falzbrett. So. Und ich brauche hier Platz. So, dann brauchen wir Farbkarton. Und das hat die Maße 21. Mal 14 cm. So, und das Ganze falzen wir bei 10,5. Wenn wir das haben, legen wir die Karte ungefähr, also ich mache es bei 4,5 cm. Hier habe ich diese Falzlinie. Mal sehen, ob ich den nicht euch näher hole. Genau. Hier habe ich diese Falzlinie. Die lege ich jetzt bei 4,5 cm an. Muss nicht perfekt sein. Und schneide mir die rechte Seite ab. Dann sieht unsere Karte so aus. Dann nehme ich das Stück hier, jetzt hole ich euch wieder größer und falze das erstmal. Und wenn wir das haben, nehmen wir uns Washi-Tape. Ich habe dieses hier, also Washi-Tape ist ja echt eine tolle Sache. Das habe ich beim Action gekauft. Dann nehme ich mir jetzt so Glitzer jetzt nicht. Das geht schon mal. Gehe ich mal hier rüber. Und dann schneide ich mir davon was ab. Und klebe mir das hier drunter. Also die Klebeseite nach oben. So. Und wieder was abschneiden. Klebe mir das hier wieder drunter. Dann nehme ich mir noch Washi-Tape. Brauche ich jetzt nochmal zwei Stücke. So, ich orientiere mich so hier an meiner Matte, lege das so an den Strich entlang und fixiere mir dann die Karte. Klebe das dann hier fest. Oh, das ist ein bisschen kurz hier, ist aber nicht schlimm. Gut. Dann nehme ich mir mein abgeschnittenes Stück und lege das so. Ihr entscheidet jetzt, wie breit das werden soll. Bei mir sind es ungefähr so 2 cm. Klebe das dann hier fest, so dass die Unterkante und hier oben die Oberkante übereinstimmt. Dann habe ich ja diese Schmetterlingsstanzen. Ich verlinke euch nochmal, wo ich die her habe. Da habe ich mir so einen Actionblock oder vom Teddy ist das. Und da sind so schöne Pastellfarben drin. Da hatte ich mir die ausgesucht und da habe ich mir dreimal von dieser Stanze das ausgestanzt und zweimal diesen Schmetterling in Weiß.
Jetzt ist es so, jetzt nehmen wir erstmal diese Schmetterlinge hier. Da habe ich 3 Stück und dann überlegt man, wo man sich welche Farben hinsetzt. Den lege ich dann erstmal hier so versetzt drauf und den genau in die andere Richtung und den hier unten. Und jetzt klebe ich mir diese Schmetterlinge fest. Das mache ich dann hier bei den Flügeln. Na. Ich sollte mir vielleicht mal eine Pinzette nehmen. Wo habe ich die? Die finde ich jetzt gerade nicht oder sehe ich jetzt gerade nicht. Hier hätte ich nichts drauf machen sollen. Das mache ich mir eben wieder ab. Und dann klebe ich mir den hier dran. Mache ich mal den Kleber eben wieder von den Fingern. Dann nehme ich den nächsten, ich glaube, den mache ich in der Mitte und den mache ich dann, den mache ich hier unten hin, so wie ich das vorhatte. Jetzt schaue ich nochmal, wo ungefähr der Kleber drauf soll. Den mache ich jetzt nur an den großen Flügeln. Klebe den dann wieder hier drauf, so dass der Schmetterling aber in der Karte bleibt und nicht drüber steht. Und dann nehmen wir den noch in der Mitte. Dann mache ich mir hier unten Kleber drauf und hier nochmal an den Seitenteilen. Gucken. Okay, hier, hier, hier und hier kann auch noch was hin. Und der kommt dann in die Mitte. Gehe dann mit dem Falzbein wieder drüber. Lasse ich mal kurz antrocknen. Jetzt habe ich ja noch diese weißen Schmetterlinge und habe ich euch schon mal diesen Stift gezeigt, den finde ich so schön. Also den gibt es bei Stamping Up. Ich selber habe ihn noch nicht bestellt. Ich hatte ihn als Geschenk mitgeschickt bekommen und der ist einfach schön, weil ich zeige euch das gleich mal. Ich gehe da jetzt erst noch mal drüber. Ich nehme mal so eine Unterlage, damit ich meine Matte nicht voll male. Weil das glitzert dann so schön. Ihr könntet den natürlich auch embossen, dass ihr das Glitzerzeug drauf habt. Müsst jetzt nicht unbedingt so einen Stift haben, aber ich will euch trotzdem immer zeigen, mit was ich arbeite. Hier dann auch. So. Mal gucken, ob das die Kamera auffängt. Ich glaube aber nicht so.
Nee, leider nicht. Dann mache ich das, indem ich dann nochmal das Falzbein nehme und mit den Flügeln über das Falzbein gehe. Den dann noch so etwas ausrichte. Und dann klebe ich mir das erst oben an den Schmetterling. Richte den etwas aus, drückt das dann an und dann mache ich das hier unten für noch. Wieder die Flügel so leicht übers Falzbein. Knicke das Ganze dann wieder. Und klebe mir den dann hier unten drauf. Nehme mir wieder meinen Piekser, richte den wieder etwas aus. Also mit dem Piekser geht das halt. Schön, dass man das Ganze andrücken kann. Gut, jetzt lassen wir das Ganze noch etwas trocknen. Jetzt habe ich wieder dieses Bastelband. Das hatte ich bei ihr Platz gekauft damals. Mach mir da wieder etwas ab. Dann brauche ich erstmal wieder meine Klebepunkte. Ach, die habe ich hier schon. Mach mir davon einen ab. Zieh das Ganze noch etwas zusammen, damit das enger wird. Lege das hier rum und mach mir dann hier so ein bisschen versteckt einen Klebepunkt hin und drücke den Faden da dran. So. Das mache ich oben auch nochmal. Nehme mir wieder einen Faden. Ich bin gerade total konzentriert, weil ich im letzten Video andauernd so gesagt habe. Und das gefiel jemandem gar nicht so sehr. So sehr, dass ich das nicht sage. Aber das bleibt nicht aus. Ich habe auch geschrieben, ich bin halt so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Konzentrieren, das nicht zu sagen, also das nervt mich schon. Ich glaube, ich rede einfach wieder so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also es tut mir leid, wenn das so oft kommt, aber es ist halt so. So, ich fixiere jetzt das Ganze wieder an diesem Punkt. Suche mir einen aus, wo ich nachher noch eine Perle drauf machen kann, damit man das nicht mehr so sieht. So, jetzt haben wir es wieder so. Gut, dann nehme ich mir wieder diese kleinen Punkte. Da könnt ihr gerne wieder vorspulen, weil das dauert etwas. Und klebe die auf dieses Band. Wenn es denn so will. Da sollte ich wohl größere draufkleben.
Ich habe aber keine weißen mehr. Ich guck mal gleich, ob ich noch Alternativen habe. Jetzt mache ich schon mal hier 3 Punkte in dem mittleren Schmetterling. Na, komm schon. Und weitere Punkte. Auf das Band. Der ist mir weggesprungen. Ich glaube, im letzten Video habe ich schon gesagt, ich muss mal gucken, dass ich wieder in den Teddy komme. Weil ich glaube, ich habe die daher. Hier schaue ich mal, ob ich größere habe. Da nehme ich jetzt einfach diese rosanen und setze die auf die Klebepunkte drauf. Da muss ich nochmal den kleinen runternehmen und setze mir den großen drauf. Lasse ich jetzt erstmal. Und jetzt, nachdem die Schmetterlinge ja getrocknet sind, also der Kleber, nicht die Schmetterlinge, löse ich jetzt erstmal meine Karte hier. Und befreie es vorsichtig vom Washi-Tape. Hier auch noch. Gut. Jetzt mache ich mir, wo habe ich einen Bleistift? Klappe meine Karte so um und mache mir hier und hier eine Markierung hin. Nehme mein Schneide- und Faltbrett, lege die Karte an. Und schneide den Rest hier ab. Dann sieht die Karte bis jetzt so aus. Jetzt mache ich mir noch weitere Punkte hier hin. Ihr verziert natürlich nach Lust und Laune, wie es euch am besten gefällt. Für euch ist die ganze Karte natürlich wieder nur eine Inspiration. Und ich glaube, ich habe das Ganze auch selber auf Pinterest, ich glaube, so spricht man es aus. Manche sagen Pinterest oder ich sage jetzt aber Pinterest. Es ist ja eigentlich auch wurscht. Gut, was ich dann noch gemacht habe, einen Stempel genommen. Und zwar Stempelkissen natürlich, die Farbe. Ich habe dieses Set mir letztes Jahr gekauft gehabt. Und da nehme ich jetzt diesen Spruch. Wir wünschen ein frohes Osterfest. Dann nehme ich, habe ich diese, mag ich total sehr, diese Farbe Heidelblüte. Hoffentlich wird der Stempel was. Mach mir das Ganze hier dran. Ich glaube, ich drücke es erst nochmal hier, um zu schauen. Hoppala. Was machen wir nochmal? Ich bin abgerutscht. Ja, wenn ich vorsichtig drücke, geht das so.
super drauf, drehe mir meine Karte und setze mir das. Jetzt schaue ich mal nicht, dass ich auf den Flügel komme. Leicht hier drauf. Ich hoffe, er wird jetzt was. Ja. Gut, mach mein Stempelkissen wieder zu. Reinige mir auch, das ist mir mal abgebrochen, aber das ist jetzt so egal. Deswegen kaufe ich mir noch lange kein neues. Mach mir meinen Stempel direkt wieder sauber. Und setze mir noch ein paar Perlen. Hier noch was drüber. Und machen wir hier noch eine. Jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen ausrichten hier mit den Flügeln. Und hier auch noch. Ihr Lieben, und schon haben wir sie fertig. Hier sind etwas kräftigere Farben und hier etwas mehr so leichtere Farben. Hier bin ich auch noch mit diesem Stift drüber gegangen. Vielleicht sieht man das gleich ein bisschen, wenn das drauf ist. Schauen wir mal, ob man da was sieht. Ne, sieht nur nass aus, ne? Aber der trocknet und dann wird das wirklich so, dass das so ganz leicht glitzert. Ihr Lieben, wir haben wieder fertig. Und wie gesagt, also jemand wartet auf diese Anleitung schon ganz, ganz lange. Es tut mir leid, ich versuche natürlich alle Shorts, die ich euch gezeigt habe, dafür setze ich die Shorts rein. Daran sehe ich, ob ihr was haben wollt oder nicht haben wollt. Eine Anleitung dazu. Da wartet Anna schon ganz, ganz lange drauf. Und wie gesagt, wenn es nur einer ist, ich bastel das für euch, damit ihr diese Anleitung habt. So, diese beiden Karten sind fertig. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen super, super schönen Morgen. Wir haben jetzt 7:10. Und vielleicht schaffe ich es heute sogar noch eine andere Karte zu basteln. Also, bis dann, eure Heidi. Tschüss.